Die BASF-Hauptversammlung 2019 neigt sich dem Ende zu. Eine Aussage ist mir besonders aufgefallen, die war wirklich bemerkenswert. BASF gilt ja schon seit Jahren als stabiler Dividendenbringer. Bisher war immer die Aussage, BASF zahlt jedes Jahr konstante oder steigende Dividenden. Und jetzt die neue überraschende Aussage, BASF zahlt jedes Jahr höhere Dividenden. Das hat wirklich Wucht. Das ist ein Versprechen, an das die Aktionäre den Vorstand künftig natürlich erinnern werden. Das heißt, BASF plant wirklich Jahr für Jahr höhere Dividenden. Und damit wird es aufsteigen über kurz oder lang in den Dividendenadel. 2009 beispielsweise war die Dividende bei 1,70 Euro. 2018 bei 3,20 Euro. Die Erhöhung von 2017 auf 2018 war wieder von 3,10 Euro auf 3,20 Euro. Wäre nicht der Rücksetzer gewesen im Rahmen der Finanzkrise, dann wäre BASF jetzt schon im Dividendenadel. Also eine starke Aussage, die vor allen Dingen langfristig Aktionäre zu schätzen wissen. Aber wichtig ist natürlich, dass die Dividende immer von den Gewinnen, nie von der Substanz bezahlt wird. Darauf sollten wir Aktionäre achten. Ja, auch BASF schläft nicht. Auch BASF entwickelt sich neu. Zum 01.01.2019 wurde ja die Organisation umstrukturiert, nicht mehr in feste Sparten, sondern in Einheiten, in flexiblere Einheiten, die schneller entscheiden können, die mehr selbst entscheiden können. Das Ziel ist, BASF will näher beim Kunden sein, will Entscheidungen näher am Kunden treffen. Auch was erneuerbare Energien betrifft, ist BASF sehr zuversichtlich. Sie setzen auf Elektromobilität, denn 70% etwa einer Batterie besteht aus Chemie. Und da sieht sich BASF sehr, sehr gut aufgestellt. Da werden zukünftig Gewinne erwartet. Darüber hinaus hat sich BASF einer Allianz gegen die Plastikvermüllung angeschlossen, einer weltweiten Allianz. Denn auch BASF hat gemerkt, dass dieses Thema den Menschen natürlich, Nachhaltigkeit, immer wichtiger wird. Dass Menschen nicht mehr akzeptieren, dass die Meere vermüllt werden mit Plastik. Also auch da ist BASF auf einem neuen, auf einem vielversprechenden Weg. Wir werden sehen, wie ernst gemeint diese Initiativen sind und was in 5 Jahren da wirklich verwirklicht wurde. Das Ziel ist auf alle Fälle so ausgegeben. Ziel ist generell Wachstum. Letztes Jahr ist er nicht so toll gelaufen, die Ziele wurden nicht erreicht. Der Umsatz ist zwar gewachsen um etwa 2%, aber die Kosten sind nicht entsprechend gesunken. Das heißt, die EBIT-Marge ist um etwa 17% gefallen. Und auch im ersten Quartal diesen Jahres war eine leichte Umsatzsteigerung, aber auch wieder Ergebnisrückgänge, weitere Rückgänge. Und trotzdem, und das finde ich auch bemerkenswert, und trotzdem sagt BASF, die höheren Zielvorgaben für 2019 bleiben intakt. Da muss also im dritten, vierten Quartal ein deutliches Wachstum kommen. Davon geht BASF wirklich auch aus. Zum einen sind es technische Effekte aufgrund von Neuanläufen, Cracker und so weiter. Aber sie rechnen auch damit, dass die Wirtschaft im zweiten Halbjahr wieder stärker wächst und damit dann auch die Ergebnisse von BASF. BASF ist dann nach wie vor stark abhängig von der Autoindustrie. Jedes zweite Auto, deren Lack ist ja mit BASF-Bestandteilen hergestellt. Und genauso die Kunststoffteile, also starker Abnehmer Autoindustrie, und darunter haben sie gelitten. Denn die Autoindustrie hatte ja das Problem dieser geänderten Zulassungsverfahren im Herbst letzten Jahres, wo dann die Verkäufe eingebrochen sind, und zum anderen natürlich die Schwäche der Nachfrage in China. Da sind ja die Autoverkäufe zurückgegangen. Erstmal seit vielen Jahren, und das hat sich auch auf BASF ausgewirkt. Aber auch da kommt wieder Zuversicht auf. Und BASF, und das ist ja das Schöne, wenn man in BASF investiert ist als Aktionär,
ist er an so vielen Branchen beteiligt mit seinen Kunststoffprodukten, aber auch im Agrarbereich. Sie haben ja von Bayer wichtige Saatgut, Pflanzenschutzmittel mit übernommen, sind in Basischemikalien investiert, bieten sie an, bieten die höher veredelten Produkte an, spezielle Branchen, Lösungen. Also BASF ist sehr, sehr breit aufgestellt und darum ist es natürlich auch ein Signal zu sehen, wie es der Wirtschaft geht. Das kann man an BASF ganz klar ablesen. BASF gilt als zyklisch, als mit der Konjunktur auf- und absteigend. Und wenn BASF da eben optimistisch ist, dann ist es grundsätzlich schon mal ein gutes Zeichen für das zweite Halbjahr 2019. Zur umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2, da ist BASF zurzeit ja nur mit der Finanzierung beteiligt. Wintershall ist es ja eigentlich, aber daran ist eben BASF zu 60% beteiligt. Aber eben auch nur mit der Finanzierung dieser Gaspipeline. Bisher wurden um die 650 Millionen dafür investiert, maximal sind es 950 Millionen. Das Projekt ist weit fortgeschritten, also BASF und Wintershall rechnen nicht damit, dass dieses Projekt nochmal gestoppt wird. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, Optimismus herrscht vor bei BASF, das ist deutlich spürbar. Und das ist natürlich auch ein Hoffnungsschimmer für die Aktionäre. Das war's von der BASF Hauptversammlung 2019. Ich melde mich wieder von den nächsten Hauptversammlungen. Schreiben Sie mir bitte wieder in die Kommentare, was Sie für Erfahrungen haben. Sind Sie auch in BASF investiert? Haben Sie andere Investitionen? Welche Erfahrungen haben Sie? Was halten Sie von BASF? Was halten Sie von der Chemie allgemein? Kommentare helfen, damit eben diese Videos weiter verbreitet werden. Und ich freue mich ganz besonders, wenn Sie mir einen Daumen nach oben geben. Wie gesagt, ich melde mich wieder von der nächsten Hauptversammlung und würde mich freuen, wenn Sie meine Videos wieder anschauen. Bis dann!